Im Missiotrag ist ein Angebot für Pfarrgemeinden und Schulen, um junge Menschen das Schicksal von Menschen aus dem Kongo vor Augen zu führen. Ja. Hallo. Guten Tag, Herr Munderfeld. Von Fürstenberg, ja. Vizepräsident von Mission Aachen. Herzlich willkommen. Wir haben uns gedacht, dass wir mal was ich noch nicht gesehen habe. Und das können Sie mir gleich noch ein bisschen erklären. Und man wird mit hineingenommen in dem Truck, wenn man hineingeht, in das Leben eines Flüchtlings aus dem Kongo, der seine Station macht über eine kleine Kapelle, über einen Marktplatz, über ein Fluchtauto. Und der fährt dann bis nach Nairobi in Kenia. Und von dort geht es dann weiter nach Europa bis zu einem deutschen Zollbeamten. Und die Menschen, die Jugendlichen, die durch den Truck gehen, können ein bisschen nachempfinden, was für ein schreckliches Schicksal Menschen bewegt, die sich unter katastrophalen Kriegsbedingungen auf die Flucht begeben müssen, um ein besseres Leben zu suchen. Das gefällt mir gut. Ich bin überrascht durch wegen der Intensität der Eindrücke, die ich hier habe, weil das gibt uns nicht nur Informationen fürs Gehirn, sondern das hilft uns, unser Herz weiterzumachen. Und genau das braucht die Gesellschaft, um sich mit solchen Flüchtlingsschicksalen intensiver zu befassen und auch solidarischer zu sein. Schönen Dank. Wie gefällt es Ihnen denn insgesamt, Herr Bundespräsident, hier am Katholikentag, trotz des Regens? Naja, also wenn man mal den Regen abrechnet, dann ist das doch eine intensive Begegnung sehr unterschiedlicher Menschen. Natürlich bin ich jetzt noch ein bisschen am Anfang und ich habe noch eine wichtige Station vor mir, wo wir dann in einer Podiumsrunde sind. Ich bin ganz gespannt, was mir begegnet, auch an unterschiedlichen Sichtweisen innerhalb der katholischen Kirche, innerhalb der katholischen Christenheit. Was mich heute sehr bewegt hat, wie herzlich unsere tschechischen Nachbarn begrüßt worden sind, das war ja auch ganz bewegend und ganz spontan.